Mildes Gift, die Schlagzeile der letzten Tage. Simon Unger hat da ganz schön was ins Rollen gebracht. Ein bekannter YouTuber hat ein Video dazu gemacht, dass Milch giftig ist. Er bezeichnete Milch ist Gift, was natürlich extrem polarisierend ist und entsprechend auch ja, dann Folgen hat er für Simon Unge. Ein sehr beliebter YouTuber, dessen Video wurde aber in den Kommentaren, ja man kann schon sagen, zerrissen. Und das auch mit, ja, mit wo ich zumindest sagen kann, mit Berechtigung. Weil was so pauschal in den Raum zu stellen und auch entsprechend den Klientel, was er hat, nicht besser zu präsentieren, adäquater, das verlangt eigentlich ein bisschen eine Abstrafung. Nichtsdestotrotz ist natürlich wunderbar, dass er das Thema wieder auf den Tisch gebracht hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Simon da dem veganen Lifestyle wirklich einen Gefallen getan hat, weil er da tatsächlich sehr, sehr plump, würde ich schon sagen, argumentiert hat. Was Fakt ist, ist, dass die kanadische Regierung die Milch wahrscheinlich aus der Ernährungspyramide herausnimmt. Das ist auch noch nicht gesichert, aber so sieht es zumindest aus. Was auch Fakt ist, ist, dass die Milch in den Köpfen der meisten Menschen als ein gesundes Lebensmittel immer noch existiert. Und da pauschal kontra ja, einfach sowas rauszuhauen, das führt eher zu Blockade und noch mehr zur Abgrenzung und zur Verschließung vor den Informationen, und das kann es nicht sein. Wenn man wirklich etwas erreichen möchte mit einer, dass man zu einer pflanzlichen Ernährungsweise versucht zu motivieren und zu inspirieren, dann sollte das immer über das Verständnis, über die Liebe und über die Aufklärung gehen, und das gemeinsam. Also nur reine Aufklärung und ohne eben auch sein Klientel da ein bisschen ins Kalkül zu ziehen, das ist wahrscheinlich sogar eher kontraproduktiv. Aber es gab eine riesen Reaktionswelle in den sozialen Medien. Jeder YouTuber und nun auch ich habe mich dann doch nicht gewehrt, hat dann ein Video dazu gemacht. Ich möchte das Thema Milch gar nicht aufgreifen. Also das, was mich manchmal nur stört bei den ganzen Betrachtungen, das eigentlich Entscheidende, die Beta-Casamorphine, das wird in fast keiner Darstellung über das Thema Milch irgendwie aufgeführt. Das ist, ich habe da ein Video dazu gemacht, brauche ich gar nicht zu referieren, gibt's oben in den Infokarten. Das ist eigentlich so eines der wichtigsten Dinge, wenn es um Milch geht, und warum auch viele Menschen vom Fleisch ganz leicht loskommen, aber nicht von der Milch wegen den Suchtstoffen. Und das ist ein großes gesundheitliche Gefahr, und da wird überhaupt nicht wahrgenommen. Das wird überhaupt nicht angenommen als ja, als Argument gegen die Milch. Weiterhin, was auch sehr interessant ist, viele Gegendarstellungsvideos entkräften Studien. Ich kann jede Studie, egal pro oder kontra vegan oder irgendwas, kann jede Studie im Ernährungsbereich entkräften, weil bei der Studie oft wird mit Korrelation versus Kausalität entkräftet. Oft wird auch einfach nur so entkraftet mit Signifikanzniveaus und mit anderen Dingen. Du kannst jede Studie im Ernährungsbereich kannst du entkräften. Das bringt überhaupt nichts. Und die Anhängerschaft desjenigen und derjenigen, die jubeln da natürlich. So. Und das macht aber keinen Sinn, weil gerade in der Ernährung ist es sehr, sehr schwer, eine Kausalität festzustellen, weil wir haben eine riesige, inhomogene Grundgruppe mit den Menschen. Jeder hat ein bisschen einen anderen Stoffwechsel. Es gibt sehr, sehr wenige wirkliche große, wirkliche Gemeinsamkeiten, wenn es um kleinere Dinge geht. Wenn jeder 2 Gramm Cyankali isst, dann ist jeder tot, wahrscheinlich. Aber es geht darum, dass es sehr, sehr schwer festzustellen ist, gerade bei der Ernährung. Und man müsste quasi alles, also Ceteris Paribus nennt man in der Wissenschaft, also alle sonst gleiche Bedingungen schaffen und nur die Milch wäre unterschiedlich. Und das langfristig, das ist fast unmöglich. Es ist fast unmöglich, das durchzuführen, weil wir dürfen natürlich auch keine Menschenversuche machen. Was am ehesten dran ist, ist, dass wenn man Bevölkerungsgruppen kennt, die sich sehr homogen verhalten, wie zum Beispiel die 7-Tage-Adventisten, aber auch andere Bevölkerungsgruppen, die sonst alles gleich, aber auch sag mal, den genetisch gleichen Ursprung haben, das kann man ja feststellen, wo die Genetik relativ ähnlich ist, und dass diese bloß diesen Unterschied haben, dass die einen sich vegan ernähren und die anderen sich auch von tierischen Produkten, dann kann man
empirisch etwas feststellen, in sozusagen epidemiologischen Studien. So. Das ist aber auch keine Kausalität, da wird nur eine Korrelation festgestellt. Eine Kausalität kann man im Ernährungsbereich eigentlich nicht feststellen. Deswegen ist auch jede Studie ganz leicht zu entkräften. Das sagt nichts aus. Das sagt nichts aus. Wer sich wirklich informieren will, der muss einfach ja, wissen, dass man keine Sicherheit hat, sondern dass man aus den gegebenen Studien einfach für sich das Wahrscheinlichste herausziehen muss und mögliche Risikofaktoren dann minimiert. Und Milch zählt definitiv dazu. Auch werden oft Studien gezählt. Das ist ja auch das. Der Simon Unger, der hat dann ein Video gemacht, um zu relativieren, weil ich habe jetzt nicht auf seine Abonnentenzahl geachtet, aber er hat auf jeden Fall sehr viel negatives Feedback erhalten. Und er hat dann gesagt, ja, Milch ist Gift für den Planeten, ökologisch und für die Tiere, ethisch. Und hat dann das Gesundheitliche relativiert, was für die meisten ja, das ist, was sie nicht anerkennen wollen, wo sie den meisten Widerstand dagegen haben. Und das hat er relativiert. Leider. Die Begründung war, es gibt mehr Studien dazu, dass Milch vielleicht gesünder ist. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich mehr Studien gibt, ob Milch gesünder ist. Ich könnte mir das vorstellen, weil Milchstudien gibt es schon lange. Aber die aktuellsten Studien und aus den letzten 5 Jahren, wenn man da die meisten sieht, das sind ganz klar Kontra-Milch. Das heißt, dass Milch eine negative, also eine potenziell negative Auswirkung hat. Egal, ob es im Bereich Osteoporose ist oder Krebserkrankung. Ich möchte einfach zu dem Thema Milch sagen und zu diesen ganzen wissenschaftlichen Bam, Bam, ich hab recht, du hast recht und so weiter. Da gibt es keine klare Aussage und jeder kann das für sich so darstellen, wie er das möchte. Und das ist das eine. Und das zweite, was ich gesagt habe, ist, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man wirklich Interesse hat, die pflanzliche Ernährung zu promoten und nicht nur seinen Kanal, dann wäre es echt wünschenswert, wenn man da ein bisschen ja, auf seine Zielgruppe das Wissen, was man dann selber hat, wenn man den Wissen hat, dann ein bisschen anpasst. Und das gilt für jeden da draußen. Der Simon Ingwer, der wird mein Video nicht sehen, aber jeder, der vielleicht einen kleinen YouTube-Kanal hat und so ein paar Freunde, die dann den Kanal schauen und wie das dann weitergeht. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur das Wissen teilt, sondern dass man sich auch bewusst ist, mit wem man das Wissen teilt. Und dass man da einfach in Liebe, in Respekt und Toleranz und auch ein bisschen mit einem gewissen Feingefühl für diese Menschen ja, da aufeinander zugeht und dann viel mehr erreichen kann. Und ich habe nämlich so ein wenig die Vermutung, viele Menschen essen vegan, pflanzlich, aber haben für sich das entschieden, aus gesundheitlichen Gründen und promoten das aber nur deshalb, weil einfach das trendy immer noch ist und immer noch sein wird, bis der Großteil der Menschen vegan ist und ja, und lieber polarisieren, lieber angreifen. Vegan Gains ist dann ein super Beispiel, ein Kanal, der wirklich nur auf zack, zack, zack kontra und anstatt wirklich einfach in Liebe und das, die Sache zu promoten. Und natürlich wächst dann der Kanal nicht so schnell und man sorgt nicht so für so viel Aufsehen. Ja, aber ich glaube, ich habe das mit meinem Kanal ja auch bewiesen, dass man auch mit langsamem, konstantem Wachstum dahin gehen kann, dass man ja da das YouTuben oder ja, wie auch immer das nennen möchte, dass man das als Beruf ausführen kann und davon leben kann. Und da braucht es natürlich einen langen Atem. Ich habe jetzt 3 Jahre oder 3,5 Jahre dafür gebraucht, aber es ist möglich und das ist dann eine ganz andere Qualität, weil du das tust, was du wirklich von Herzen liebst und du im Einklang mit dem bist, was sich auch gut anfühlt und nicht auf die schnelle Mark aus bist und auf den schnellen YouTube-Wachstum. Man kann das immer kombinieren, ne? Man kann clevere Überschriften wählen, das ist vollkommen legitim, ne? Man kann ja, auch manchmal, oder wie jetzt das Video, ich werde wahrscheinlich irgendwie Milch ist Gift oder Unge im Titel haben, was ja, was anspricht, weil er bekannt ist. Ne? Das kann man alles tun, das ist auch nicht verwerflich. Man muss ja auch trotzdem ja, sichtbar bleiben für die Menschen. Ne? Man kann ja nicht denjenigen das Feld überlassen, die einfach marketingtechnisch das Maximum rausholen und alles andere verdrängen. Man muss da schon
in gewisser Weise auch wettbewerbsfähig bleiben. Aber im Video, da zeigt sich dann häufig, was dahinter steckt. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr einen YouTube-Kanal habt oder Facebook, Instagram, es gibt so viele soziale Medien, über die wir quasi Einfluss haben auf andere Menschen, dass ihr da mit Respekt und Liebe jetzt in dem Fall die pflanzliche Ernährung promotet. Und dann bringt das tatsächlich was. Nicht nur generell den Planeten und den Tieren, sondern auch euch persönlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Christian.